Wir haben den 9.7. Es ist 10:48 Uhr Ulaanbaatar-Zeit und ich habe es endlich geschafft, ins Hostel zu kommen. Was heißt endlich? Ich war schon die ganze Zeit da. Die Zugfahrt jetzt von Irkutsk nach Ulaanbaatar war zwar zeitlich kürzer, aber irgendwie schon ganz anders als die von Moskau nach Irkutsk. Und ja, ich bin total fertig. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt schlafen gehe. Es war ganz interessant, ich war mit zwei schwedischen Leuten im Zug. Nur die Passierung der Grenze war schon ziemlich krass. Also wir haben erstmal in Russland zum Auschecken 3 Stunden da gesessen. Da kam zuerst eine Frau, die hatte gecheckt, ob das Visa noch gültig ist. Dann wurden die Pässe eingesammelt, gesagt, dass wir die jetzt für 3 Stunden nicht wiederkriegen, aber wir sollen mal warten. Als wir dann aus dem Zug raus sind, wurde die Kabine abgeschlossen. Es war vom Gefühl her verdammt, verdammt komisch, aber ich meine, es hat dann wunderbar geklappt. Wir haben die Pässe wieder gekriegt, der Zug wurde dann noch durchsucht nach irgendwelchen Leuten. Und ja, nach den 3 Stunden Warten sind wir ein kurzes Stück weitergefahren dann zum mongolischen Zoll, zur tatsächlichen Grenze, zum Einchecken in die Mongolei. Was ziemlich krass war, es war nachts. Wir mussten die Vorhänge alles zumachen. Also wenn man so ein bisschen rausgeschielt hat, war alles voller Militär. Also das hat mich schon ziemlich, ziemlich überrascht. Die haben den Zug mit Hunden durchsucht. Es ist ganz, ganz oft auf dem Gang so ein Mann mit so einem Schäferhund und alles Militäruniform. Und ich muss sagen, also da waren sehr viele Frauen, vor denen ich auch echt Mordsrespekt hatte. Die waren echt schon ziemlich krass. Ja, und dann, die haben zweimal unser Abteil durchsucht. Dann musste man ein Reisepapier ausfüllen, ein Zollpapier ausfüllen. Dann kam jemand, hat das Einreisepapier in den Pass eingesammelt. Dann kam jemand, dann hat das Zollpapier angeguckt und abgestempelt. Also keiner von uns musste irgendwas verzollen. Es war halt, wie viel Geld man dabei hat oder so. Also von daher, ja. Als wir dann endlich unseren Pass dann wieder hatten und wow, wir dürfen in die Mongolei, ja, haben wir gemerkt, dass unser Zugfenster kaputt ist. Ich meine, im vorherigen Zug hat es mich gestört, dass man es nicht öffnen konnte. Ich kann jetzt verstehen, warum, weil unseres konnte man dann nicht mehr schließen. Es war einfach scheiße kalt die ganze Nacht. Ich habe alles, was ich so hatte, angezogen und dann hat es noch reingeregnet. Also, dass ich dann schätzungsweise 3 Stunden geschlafen habe, nicht mehr. Ja, aber der Transfer und so hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich konnte gleich ins Hostel. Das Zimmer war zwar noch nicht fertig, weil halt die Checkout-Time um 10 Uhr ist, was ich jetzt nicht so schlimm fand, weil ich meine, ich konnte immerhin duschen und was essen. Ja, entweder gehe ich jetzt schlafen oder ich schaue mir die Stadt an, ich weiß es noch nicht. Irgendwas werde ich machen und ja, bin mal gespannt aufs Notam-Fest.